Herr Professor, das heißt, wir stehen vor dem Haus der Familie Greger. Richtig, wir stehen vor dem Wohnhaus der wohl bedeutendsten jüdischen Familie Amstettens, nämlich der Familie Greger. Sie hatte 1916 von der Familie Sommer dieses Haus hier, Hauptplatz 36 bis 38, gekauft und ein Geschäft mit dem Namen Zur Billigkeit errichtet. Außerdem besaß die Familie Greger ein Haus in der Wiener Straße 25, wo einer ihrer Söhne, Dr. Ernst Greger, praktischer Arzt war, also die Ordination hatte. Dieses Haus in der Wiener Straße war auch der letzte Zufluchtsort der Familie Greger. Die Familie Greger war eine Großfamilie, begründet von Adolf und Rosa Greger und ihren fünf Kindern. Wilhelm, Anton, Friedrich, Ernst und Hermine. Den Männern, also den männlichen Nachkommen, gelang es, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, Amstetten rechtzeitig zu verlassen. Die Zwangsemigration endete für sie entweder in den USA oder in Shanghai, also in China, dort, wo es eine größere österreichische Siedlung gab, wie bekannt ist. Einer der Greger-Söhne emigrierte nach Palästina. Er verheiratete sich dort ein zweites Mal, nachdem er von seiner Frau, die sogenannte Arierin war, 1938 geschieden werden musste, und hatte einen Sohn, der heute als einziger Jude noch in Amstetten lebt. Die Familie Greger konnte sich nicht vorstellen, vor allem die zwei alten Gregers, dass sie Amstetten verlassen müssen. Adolf Greger war hochdekoriert aus dem Ersten Weltkrieg und er zeigte immer wieder seine Auszeichnungen. Die zwei und die Tochter Hermine waren die letzten jüdischen Mitbürger, die noch in Amstetten verweilten. Wie gesagt, die anderen hatten Amstetten zwangsweise von März bis Oktober verlassen. Meistens mussten sie nach Wien in sogenannte Sammelwohnungen, wo sie auf die Deportation warteten oder, wie gesagt, eben rechtzeitig ins Ausland emigrieren konnten. Die Greger selbst verließen erst am 1. August 1939, als es nicht mehr möglich war, in Amstetten zu bleiben, wohl oder übel, ihren Wohnort, und die Tochter Hermine, die geschworen hatte, ihre Eltern niemals zu verlassen, egal was passieren würde. Was war passiert? Sie mussten nach Wien in eine Sammelwohnung übersiedeln und dort wurden sie, die alten Gregers, 1942 zuerst in das Ghetto oder KZ Theresienstadt deportiert. Hermine ging gemeinsam mit ihren Eltern nach Theresienstadt, dann aber trennten sich ihre Wege. Die alten Gregers wurden höchstwahrscheinlich in das Vernichtungslager Treblinka gebracht und sofort dort vergast. Eine andere Version, die möglich ist, wäre, dass sie in die SS-Erschießungsstätte bei Minsk, Malitrostinec, wo über 10.000 Österreicher erschossen worden sind, transportiert wurden. Eher aber nach Treblinka. Die Hermine selbst wurde in einem deportierten Transport eben nach Malitrostinec gebracht und dort erschossen. Im Theresienstädter Totenbuch scheinen die beiden Gregers auf. Man kann ihre Namen nachlesen. Eine Zeugin, die Nachbarin der beiden Gregers, hat diesen Abschied am 1. August miterlebt und man kann
Ihre Aussage in einem Interview, das im Rahmen eines Schülerprojekts gemacht wurde, nachhören. Danke, dass du dieses Video uns zur Verfügung gestellt hast. Dieses Video schauen wir uns gleich an. In der Friedensstraße habe ich unten gewohnt, also da war nichts. Da war nichts. Und wie ich raufgekommen ist, das Kriegerhaus war hübsch, eins von den ersten Häusern, die Judenhäuser waren. Ne? Und da waren eben diese, alles eingekaut. Dann schräg vis-à-vis Jumi ist, wo jetzt die Krankenkasse ist, das war das Wurzersick. Ne? Das ist auch, also alle Judenhäuser halt, ne? Die waren halt die Fensterscheiben eingekaut. Es sind die ganzen Fenster eingeschlagen gewesen, bis auf zwei Fenster. Und das waren unsere Werkstättenfenster. Die sind nicht eingeschlagen gewesen. Und rundherum, das ganze Haus war voller Glasscherben. Und es war damals so, dass die Juden ja nirgends einkaufen haben dürfen. Und umgekehrt war das für die Geschäftsleute peinlich, wenn sie denen Juden was gegeben haben. Die sind auch in Misskredit geraten. Ne? Jetzt, ist die Frau Greger, die alte Frau Greger, die da nun da geblieben ist, gekommen und hat gesagt, ob wir nicht was einkaufen wollen, sie brauchen ja was zum Essen und was zum Kochen. Ne? Und das haben wir dann, wir Lehrmädchen, haben das gemacht. Sind zum vis-à-vis zum Lebensmittelchef gegangen und so und haben halt dort einkauft und haben mir das dann gebracht. Und an dem Tag war ich dran zum Einkaufen. Und sie hat das aufgeschrieben gehabt und das habe ich dann gekauft. Und dann bin ich zu ihr aufgegangen, sie haben ja oben gewohnt. Und wie ich aufgehe, ist das ganze, die ganze Wohnung voll mit jungen Burschen, das waren noch ziemlich junge Burschen, und haben alles durcheinander gehauen, also von den Kästen, die Bettwäsche und alles rausgerissen, alles rausgehauen gewesen. Und ich sehe die Frau Greger heute noch, die haben so einen kleinen Fuchsterrier gehabt. Und der hat so zittert, der hat sich gefürchtet. Ist wie, und die Frau Greger hat einen angeschaut und hat gesagt, was habe ich euch denn da? Und also der hat natürlich keine Antwort gegeben und die haben ja noch alles durcheinander gehabt. Das war für mich so ein Schock, das war furchtbar. Der Greger war bekannt dafür, dass er auch so einen Arbeitslosen und Ausgesteuerten, was ich an Hosen verkauft hat und wenn sie 50 Groschen in der Woche gezahlt haben. Das hat jeder gesagt. Das muss man sagen, schon was übergehabt für die wirklich armen Leute. Und damals waren es arm, die Leute. Alle waren da arm. Und jedenfalls sind die Kinder von einer, sind alle dann ausgewandert, zum Teil nach Amerika. Der Doktor, der in dem Haus war, der ist nach Amerika und die anderen nach Palästina. Und die Tochter, die ist gerettet worden, das kann ich nur sagen, die haben es vergast. Die ist auch, also die Kinder waren weg, 4 oder 5 Kinder haben es gehabt. Und die alten Herrschaften sind noch da gewesen. Und eines Tages klopfen sie wieder in der Früh und machen auf, sind sie herausgestanden mit so einem kleinen Koffer. Es war ihr ein ganzes Hab und Gut. Und haben sie verabschiedet, die sind uns um einen Hof gerannt und haben gewarnt, weil die haben genau gewusst, was ihnen blüht. Wo befand sich das zweite Judenviertel in Amstetten? Es gab so etwas wie ein zweites Judenviertel in Amstetten, das sich in der Mitte der Wienerstraße in Verbindung mit der Schulstraße befand. In der Wienerstraße gab es zwei bedeutende Wohnhäuser. Das eine Wienerstraße 20, das der Familie Wozzasek gehörte. Ich möchte es deshalb erwähnen, weil es sofort 1938 arisiert wurde. Und von Engelbert Hörner, der auch die Fälle und heute Verwertung arisiert hatte, übernommen wurde. Aber er es der Stadtgemeinde vermieten musste, weil die Stadtgemeinde vorhatte, dort die Kreisleitung unterzubringen. Gekauft wurde erst dieses Haus erst 1943 von der Stadtgemeinde. Das andere Haus, wie erwähnt schon, die Ordination von Dr. Ernst Greger, Wienerstraße Nummer 25. Und wenn wir nun in die Schulstraße schauen, haben sich hier drei jüdische Familien angesiedelt. Gleich am Beginn der Schulstraße, Haus Nummer 6, die Familie Kerpen, die einen Spirituosenhandel dort hatte. Dann weiter Richtung Prenzbacher Straße Nummer 12, ebenfalls ein Haus der Familie Wozzasek. Und Nummer 18,
das Haus des Dentisten Paul Hirschler mit seiner Familie, der auch aus Amstetten vertrieben wurde, er nach Baden gehen musste, dann nach Wien und in Dachau im März 1945 umgebracht wurde. Was ist dann eigentlich vom Judentum übrig geblieben in Amstetten? So bedauerlich es ist, die Amstettner haben während der NS-Zeit ihre jüdischen Mitbürger konsequent aus der Stadt vertrieben. Obwohl die jüdische Gemeinschaft sehr viel zur Entwicklung der Stadt beigetragen hat, vor allem wenn man die schönen gründerzeitlichen Fassaden, wie sie heute noch bestehen, näher begutachtet. Leider ist nur mehr ein jüdischer Mitbewohner in Amstetten wohnhaft. Und der wurde nicht in Amstetten geboren, sondern in Israel, ist aber nach Amstetten zurückgekehrt. Vielen Dank, Herr Professor. Das war heute wieder eine sehr interessante Führung durch unsere Stadt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge der Zeitreise.